Ja, hallo, hier ist der Markus Plag von Audiotechnica und hier im Hintergrund befindet sich der Herr Marc Eierle, Tontechniker von End of Green, die Band, die wir momentan auf der Tour endorsen. Und wir wollen uns kurz die Mikrofone angucken und ihren Einsatz besprechen. Hallo Marc. Hallo Markus. Okay, wir sind an der Bassdrum. AT 2500, Moment, ich ziehe es einfach mal ein bisschen raus, dann sehen wir das. Mein neues Lieblingsmikrofon. Super geile Erfindung, weil das einzigste Mikrofon, das ich kenne, das zwei Membrane besitzt. Also es befindet sich eine dynamische und eine Kondenserkapsel drin. Ich habe hier einen 5-Pol XLR-Stecker und habe auf der anderen Seite zwei normale XLR-Stecker. Das heißt, ich habe auf dem Pult die dynamische und die Kondenserkapsel getrennt auflegen. Wir sehen hier an der Snare das ATM 650, sowohl Snare Top als auch Snare Bottom. Habe ich mich hauptsächlich dafür entschieden, weil es eine Hyperniere ist. Dadurch sehr schmal, ich kriege nicht viel Hi-Hat rein und habe eigentlich wirklich nur Snare. Snare ist das Herzstück von jedem Song und muss natürlich gut rauskommen. An der Hi-Hat haben wir ein 450, genauso wie am Ride unten drunter. Riesenvorteil an dem Mikrofon ist, dass die Kapsel seitlich liegt, weswegen eine ziemlich punktuelle Positionierung möglich ist. Also auch hier super Sache, weil einfach nicht so viele Overheads mit reinkommen. Und super offener Sound für einen kleinen Kondenser. Ja, das Witzige an dem Mikrofon ist, das war das allererste Audio-Technica-Mikrofon, das ich kennenlernen durfte und witzigerweise an Dudelsäcken. Und das hat da so hervorragend funktioniert, dass ich das einfach mal genauer unter die Lupe nehmen wollte. Und es funktioniert wirklich bei fast allem. Das kann man an Akustikgitarren klippen, an Toms klippen. Okay, ich gebe zu, für eine Tom ist es ein bisschen Luxus eigentlich, aber umso besser, so einen breiten Frequenzgang zu haben und wirklich halt auch schöne Höhen zu haben und das Ganze gut rauszukriegen im Mix. Ja, beachtliches Ding auf jeden Fall. Für die 4050er habe ich mich deshalb entschieden, weil sie ja scheint das Flaggschiff Audio-Technica sind. Super Mikrofon für alles eigentlich. Großmembran für Stimmen gut im Studio, habe ich schon damit aufgenommen. Für Gitarren gut, für alles Akustische gut. Also man wünscht sich eigentlich am besten 7, 8 Stück davon. Dann wäre alles spitze. Brauchen wir nichts weiteres mehr dazu sagen, glaube ich. Also der Riesenvorteil vom AT 2500 ist eben, wie gesagt, diese Doppelmembrangeschichte, die vor allem bei den Gitarren zum Tragen kommt. Man hat, oder ich, habe jahrelang versucht, mit zwei verschiedensten Mikrofonen aller Art einen guten Gitarrensound hinzukriegen und hatte Riesenprobleme bei der Positionierung, weil ich eben die beiden Mikrofone nicht gut in Phase gekriegt hat. Ich hatte also quasi beim Hochziehen beider Fader eine Phasenauslöschung. Durch die Anordnung der beiden Membranen nebeneinander in einem Mikrofon ist die Phase jetzt halt so 100% korrekt. Ich ziehe mir die dynamische Kapsel zum Beispiel auf einem Fader hoch und habe guten Bauch und Druck. Und wenn der Gitarrist eine Melodie spielt oder ein Solo, dann fahre ich einfach ganz dezent die Kondenserkapsel mit dazu und habe alle Obertöne, die ich brauche. Also meiner Meinung nach eine echte Waffe. Also ich war anfangs ziemlich skeptisch, als man mir das 5400er empfohlen hat, weil es ja nun mal Großmembran und Großmembran bei einer Rockshow live könnte feedbackmäßig ziemlich gefährlich werden, aber das hat sich überhaupt gar nicht bewahrheitet. Ich habe Vocal Sound fast in Studioqualität. Transparenz und Höhen ohne Ende und es pfeift eigentlich wirklich null, ist überhaupt nicht gefährlich. Also der Traum eigentlich für jeden Mischer. Ultra easy zu handeln